Der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg setzen diesen Jahr erstmals in einem Feldversuch digitale Nässe-Sensoren an drei neu gepflanzten Bäumen im Stadtgebiet ein. Das wegen der vergangenen sehr trockenen Sommer. Die Sensoren sollen in den Sommermonaten Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens an den Baumwurzeln geben. Daraus lassen sich Informationen zu Bäumen an Standorten mit ähnlichen Voraussetzungen ableiten, was eine gezielte Wässerung vereinfacht. Ziel ist es, die Auswirkungen der langen Trockenheit zu minimieren. Im Rahmen der saisonalen Wässerung werden täglich zwischen 50.000 und 60.000 Liter Brauchwasser ausgebracht. Hinzu kommen noch diverse Bewässerungsanlagen und stationäre Schlauchsysteme. So werden bei der Baumbewässerung in einem etwa zweiwöchentlichen Rhythmus ca. 60 bis 100 Liter Wasser pro Baum ausgebracht. Ungeachtet dessen kann jeder eine Gießpatenschaft übernehmen.